Und mit einem herzlichen Framgok Forever möchte ich euch zurück begrüßen hier bei Goliath. Framgok Forever. Wir haben das letzte Mal Drollisch gelernt, ja, und ich habe das perfekt beherrscht. Was ich nicht so perfekt beherrscht habe und was mich echt überrascht hat, war die Tatsache, dass ich hier in diesen Eislanden richtig aufs Maul bekommen habe, um auf gut Deutsch mal zu sagen, wie es ist. Da müssen wir irgendwie was überlegen. Ich werde mal zurückwatscheln in Richtung Häuschen. Da zieht es uns übrigens auch hin von der Mission her. Das heißt also, wir müssen der Expedition weiter folgen, müssten jetzt schon in den nächsten Lande gehen. Ich schätze aber mal, bevor wir dort überhaupt ansatzweise hin sollten, ich weiß auch nicht, ob das hier Schatzkisten sind. Sieht so nach Loot aus und ich weiß nicht, hier ist noch was zum Aufheben, da habe ich bestimmt was kaputt gehauen und nicht aufgehoben. Aber ne, hier sieht so nach Loot aus überall. Wir zoomen mal rein. Hier ist auch noch irgendwas. Das sind irgendwelche Kisten. Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall müssen wir hier, bevor wir überhaupt weitergehen, wirklich mal schauen, was wir noch irgendwie hinkriegen. Vielleicht einen besseren Golem bauen oder... Nee. Guck mal, da ist noch ein Expeditionsmitglied. Ich schätze mal. Ach, guck mal an. Da kommt ein bisschen was raus. Hier sind tatsächlich Lootkisten. Oh. Nicht doch. Lass den Scheiß. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Moment. Lass den Scheiß. Oh Mann, helft mir. Euer wild gewordener Hund, helft mir. Ach wie? V. Nochmal V. Und vielleicht nochmal V und... Okay. Und dann... Okay. Gut, das war jetzt mein Boost. Der war irgendwie sehr unspektakulär, aber okay. Wir haben ihn. Gut, dann kann ich jetzt mal gucken, ob wir den hier noch befreien können. Aber ich muss irgendwie schauen, ob wir einen besseren Golem bauen können. Drog is free now. Drog is great hunter. Drog wants to help. This help will never hurt. We can travel together. Drog agreed. Drog is looking for the old tribe in foreign land for many moons. It's gone. Drog has a new tribe now. Welcome to a new tribe, Drog. Okay, wir haben irgendwie einen Verbündeten. Okay, wo ist der jetzt? We don't know. Gut, das war die Kiste, die wir bereits aufgeräumt hatten. Dann... Okay, wir haben da jetzt irgendwie, da mal einen befreit haben, noch einen weiteren Verbündeten hinzugewonnen. Schön und gut, aber hilft mir das jetzt primär erstmal weiter? Ich fürchte nicht. Mal schauen, was haben wir hier? Da können wir noch ein paar Gems aufheben. Auch schön. Oh Gott, da liegt ja noch so ein Vieh. Okay. Schauen wir da hinten. Ist das etwa Wasser? Ich weiß es nicht. Boah, hier liegen überall die Viecher. Was ist das? Scheiße. Nein. Okay. Was? Nein. Um Gottes Willen. Nicht zwei. Nein, ich kann vieles, aber nicht zwei. Nein. Lass den Scheiß. V. V. Okay, also dieser Rage-Modus, der ist so wichtig. Ich muss mit dem noch viel mehr laufen. Mit diesem Golem. Alter. Im Grunde genommen muss ich immer hier so im Kreis laufen, bis er sich aufgeladen hat.
Und erst wenn ich das habe, dann kann ich im Grunde genommen losziehen zum Kämpfen. Super, dass wir jetzt hier wieder überhaupt nichts sehen. So, wir müssen jetzt irgendwie mal in Richtung Häuschen kommen. Ich will mal wenigstens noch ein bisschen aufladen. So. Komm, hier, da wären theoretisch noch... noch Skins. So. Ich laufe jetzt einfach mal. Wir sehen überhaupt nicht, wo wir hindappeln. Das ist sehr geil gemacht. Vor allen Dingen, nein! Vor allem stunt die das, wenn ich diesen Rage-Modus habe. Sehr geil. So, noch habe ich ihn. Jetzt muss ich ihn wieder aufladen erst. Oh Gott. Ihr wisst, wie hart es ist. Ich werde die Zeit mir jetzt nehmen. Ich schluck auch nochmal so einen Trank. Werden wir die Zeit jetzt nehmen, ansonsten kommen wir hier nie im Leben an, wo wir hinwollen. So. Haut ab, mit euch will ich mich nicht anlegen. Ihr Kackviecher, ihr könnt mich mal. Aber hier wäre ganz viel Loot, wenn ich das richtig gesehen habe. Boah. Was ist das denn hier? Nein! Oh! Die sind so übel. Die sind so absolut evil, diese Viecher. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen die bestehen soll. Die sind so evil. Wahnsinn. Okay, Repair. Close. Was ist denn jetzt hier so mit dem Herstellen? Könnte ich vielleicht einen anderen Goliath schon herstellen? Nö. Rebuild Destroyed Goliaths, Deconstruct Goliaths. Nö, das machen wir natürlich auch nicht. Tja. Können wir das aufwerten? Ne, Goliath Constructor, maximale Level, 1 von 1. Laboratory können wir mit Level 12 aufwerten. Mit Level 12 können wir auch bessere Waffen und eine Garage. Das heißt, wenn wir noch ein Level machen, noch einen popeligen Level machen, dann hätten wir theoretisch genug, um wenigstens hier und da mal was aufzuwerten. Was ist mit dir eigentlich? Guten Tag. The Rock is great hunter. The Rock can exchange his trophies with you. You are hunter too. I can prove it. New quest. The giant Drog is looking at you, praised on his club. Each Drog's fingers... ja, not enough resources. Was soll ich ihm denn geben? Also er ist groß und stark und ich fühle mich da... Es ist gut, wenn ich ihn an meiner Seite habe. Aber irgendwie bräuchte ich Ressourcen, um ihn dazu zu bringen... irgendwas für mich zu machen, glaube ich. Aber ich weiß nicht genau, was... Das raffe ich jetzt nicht ganz. Hier, Teleport dahin, müsste man jetzt theoretisch. Aber hier sind wir ja definitiv noch nicht fertig. Ich kann hier noch nicht... Ich kann hier noch nicht gehen. Solange ich noch nicht weiß, wie wir hier unsere Golems irgendwie besser kriegen. Ganz ehrlich. Kann ja nicht sein, dass wir hier... derartig abstinken. Mein Problem ist einfach nur, ich kann beispielsweise keinen Steingolem oder irgendwas bauen. Hier wüsste ich nicht wie. Da, was ist das denn? Doch, Moment, hier können wir... Da gibt es ein bisschen mehr HP. Fire Resistance ist entsprechend hoch, Cold Resistance ist dafür niedrig. Aha. Regenerates in Fire. Ignites enemies around. Kann nur sein, dass wir hier dann Probleme kriegen mit der Kälte. Das könnten wir aber ausprobieren gegebenenfalls. Aha.
Und uns mal so ein Ding bauen. Kohle bräuchte man dafür nur. Craft. Pre is required, ja. Dann müsste ich den einen abstellen oder deconstructen. Ich glaube, dann deconstructe ich mal einen. Das geht jetzt auch nicht. Ich kann jetzt... Moment, da muss ich... das ist jetzt doof. Moment, da müssen wir jetzt kurz einen in der Garage parken. Gut, dass wir die schon gebaut haben. Goliath required, ja. Habe ich ein paar von. Hier, den Keulenonkel, den stelle ich jetzt mal dahin. Ich bin immer noch kein Freund der Keule, die ist mir zu langsam. So, dann nehmen wir die. Und jetzt könnte ich sagen, deconstruct Goliath. Und dann nehmen wir... Das ist der mit dem Feuerding. Dann ist es eigentlich egal, irgendeinen von denen. Deconstructen wir jetzt. Und dann kann ich den hier wieder mitnehmen, der da hinten geparkt ist. Wo war denn das jetzt? Da. Okay. So, und jetzt müssen wir nur noch... Sekunde, das ist der hier. Da müssen wir jetzt nur noch von ihm das Katapult nehmen, das Handkatapult, und dem anderen hier geben. So, dann ist der nämlich hier der komplette Feuertyp. T, Feuer. So, guck, der hat jetzt dann auch dieses Handkatapult da, genau. Dann schauen wir mal, ob der jetzt, ob das jetzt so viel bringt. Ein bisschen mehr Leben habe ich, ein bisschen mehr Verteidigung habe ich. Ich werde sehen. Wir laden uns sicherheitshalber mal auf. Ein bisschen. Und dann brauchen wir nur ein Level und dann können wir ein paar bessere Werkzeuge hier bauen. Ein paar bessere Gebäude hier. Schau mal, da ist noch eine Kiste. Ich muss nach diesen Kisten Ausschau halten. Definitiv. Toll. Hat sich voll gelohnt. So. Okay. Das ging schnell. Nee, hier brauchen wir nicht aussteigen. Okay, wir müssen hier ein bisschen umhergeistern. Map. Schau mal, da rechts von mir ist noch eine... Ach nee, das war die Kiste. Links von mir ist noch eine Kiste. Jetzt dreht sich wieder die Kamera nicht. Oh Gott. Die sehen irgendwie das da anders aus, kann das sein? Aufladen. 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 Gut. Komm. Lauf. Lauf. Lauf, Forest, lauf. Meine Kamera dreht sich wieder nicht. Warum dreht sie sich nicht? Ist doch doof. Okay. Komm, zack, den hauen wir weg. Der ist übrigens deutlich stärker als die anderen und Level 12. Was übrigens sehr unspektakulär ist. Also da fehlt es mir auch noch so ein bisschen an... Chest, okay. Das ist alles. Stone, Stone Block. Okay, da kam ein bisschen was raus. Hier drüben ist auch noch was runtergefallen. Noch ein Stone Block. Mir fehlt so ein bisschen an Feedback vom Spiel. Dass man das bekommt, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, bam, Level up, bam, du hast einen Gegner umgehauen. Zack, du hast Aggro gezogen oder sowas in der Richtung. Das wäre nicht ganz verkehrt. Okay, komm, wir probieren es jetzt mal ohne aufgeladen zu sein. Mal schauen, wie es dann ist. Auf einmal geht's, ne? Ach, und in der Nähe des Feuers lade ich mich auf. Weil die Gegner gebrannt haben, lade ich hier Energie auf. Ist das so? Habe ich das gerade richtig gesehen?
mal gerade nochmal schauen. Hm. Komm, leg dich mal hin. Er brennt, aber hilft mir jetzt nicht direkt. Aber irgendwie habe ich dieses Symbol hier oben. Wahrscheinlich nur, dass ich andere anzünde, die in meiner Nähe sind. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen was futtern. Das Problem ist, wir können ohne Scrap Metal nicht so arg viel Zeug herstellen. Da oben ist wieder eine Kiste. Kommen wir noch nicht hin. Da sind Assis. Meine Lieblingsassis. Und ich schätze, das ist auch die Kiste, die da zu sehen war. Jawohl. Dann holen wir uns erst die Kiste hier vorne und dann gehe ich mal zu meinen Lieblingsassis. Oh, what? Du Drecksvieh. Oh, okay. Der war da irgendwo auf einmal aus der Ecke gekommen. So ein Mist aber auch. Ah, hier, Frost Necklace. Okay, da kriegen wir hier diese Dinger da raus. Das ist gut. Eieiei, das ist richtig knallhart hier, ne? Also, so Wegpunkte wären auch schön. Ich bin jetzt eiskalt am... Aber wenn ich jetzt in die Richtung laufe, müsste ich eigentlich zur Schatzkiste kommen. Da hier oben einige von diesen Lieblingsassis waren, muss ich mal wieder so ein bisschen laufen, so blöd es ist. Aber ohne meine Power da kriege ich die nicht klein. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. So. Okay. Das geht gut. Also, es ist in der Tat so, wie man es, oder wie ich es eingangs erwähnt habe, es ist vermutlich nötig, dass man einen anderen Golem sich sucht und das ist der erste Teil sozusagen zu einem dieser neuen Golems. Ich kann mir vorstellen, dass man die anderen Teile dann auch noch ausgetauscht bekommt. Ist das noch was? Nö. Das ist nur ein kläglicher Überrest oder so, keine Ahnung. So, dann holen wir uns jetzt die Schatzkiste. Bitte mal Scrap Metal, das, ohne das, na toll. Ohne das können wir uns eigentlich nichts bauen. Das ist so das Hauptproblem, was ich habe. Wenn wir Scrap Metal hätten, könnte ich mir diese Heilkisten hier bauen, diese Werkzeugkistchen. Und dann hätten wir da einiges an Vorteilen. Na gut, wir erkunden die Welt dann trotzdem mal weiter. Bei den Gegnern bin ich nach wie vor sehr, sehr vorsichtig, muss ich zugeben. Obwohl, wir könnten das da... Wenn wir ein bisschen Pech ist, da rechts noch... Ah Mann, Kamera, dreh doch mal! Die Kamera dreht wieder nicht. Ich muss unbedingt umsteigen auf... Mann, Kamera, was macht mein... Weiß nicht, will nicht, dreht nicht. Jetzt so ein bisschen, ab und an. So. Mann. Da ist noch der Kollege. Ich wusste es doch, dass da noch einer um die Ecke ist. Ich wusste es doch. Hat er schon ein Aggro auf uns? Ja, sieht so aus, als würde er bereits auf uns schießen. Der steht auch schön in der Ecke. Mistvieh. Okay, jetzt pass mal auf. Ich habe da was, das dir nicht schmecken wird. Die ultimative Power. Und du auch. Toll, da ist noch einer. Bleib stehen. Okay, das hätten wir. Und den muss ich jetzt auch noch weghauen. Muss nochmal was futtern hier. Brenne, brenne! Oh.
Au. Ah, hau ab. So. Meine Herren. Muss man richtig taktisch vorgehen, also so wie in anderen Action-RPGs oder so, dass man da reingeht. Respawn? Kann doch nicht dein Ernst sein. Oh, toll. Der ist schon respawned? Der war doch gerade erst getötet worden von mir. Da liegt noch der Loot. Mann, Mann, Mann. So, Schatzkiste. Hier oben kriege ich eine Schatzkiste angezeigt und... Ah, da. Hatte ich die jetzt schon oder nicht? Hatte ich nur... Ah, perfekt. Was ist das hier? Eine Bombe. Geil. Perfekt. Diese, genau diese Reparaturkisten, das sind die, die ich brauche. Sehr geil. So, jetzt sehen wir wieder nichts. Ach, du Kacke. Das Spiel ist richtig knackig. Mir macht es persönlich richtig viel Spaß. Und an dieser Stelle, denke ich, ist auch durchaus mal Zeit. Immer so ein bisschen rumlooten vielleicht. An dieser Stelle ist auch vielleicht ein bisschen Zeit, nochmal drauf einzugehen. Ich habe ja gesagt, es wird noch einen weiteren Key geben, den ich verlose. Und das Ding ist einfach, dass ich die Keys natürlich an die rausgeben möchte, die Folge möglichst ganz schauen. Das heißt also, ich mache das nicht am Ende der Folge, dass ich bekannt gebe, wie und wo und was, sondern halt mittendrin. Und... Alter, das wird hart. Und daher, schreibt einfach unten einen Kommentar unter diese Folge. Und schreibt, was ihr vom Game haltet. Und schreibt dabei, dass ihr den Key haben möchtet, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Und dann schreibt ihr eben noch dabei, was ihr am Spiel mögt oder was ihr am Spiel nicht so mögt, wie ihr es findet. Also ihr müsst da jetzt nicht schleimen und glauben, ihr kriegt dann nur den Key, wenn ihr das Spiel toll findet und das Let's Play, sondern schreibt eure ehrliche Meinung rein. Und eben, wie gesagt, auf jeden Fall den Zusatz rein, ich möchte am Key-Gewinnspiel teilnehmen oder ich möchte den Key gewinnen oder wie auch immer irgendwas reinschreiben, dass erkenntlich wird, dass ihr mit teilnehmen wollt. Und dann, dann lose ich nach, was machen wir denn? 24 Stunden machen wir einfach. 24 Stunden, nachdem dieses Video erschienen ist, alle Kommentare, die bis dahin eingegangen sind, die nehmen an der Verlosung teil. So einfach machen wir das. Ne? Also, 24 Stunden Zeit, Kommentare zu schreiben. Jeder, der einen Kommentar schreibt und eben sagt, dass er teilnehmen möchte. Uiuiuiui. Zwei sind dann doch recht fies, auch mit dem Boost. Der teilnehmen möchte, der das schreibt, der kommt dann in die Lostrommel sozusagen. Ich schmeiß dann da den Zufallsgenerator an und ermittle dann. Unabhängig davon, was genau der Kommentarinhalt ist. Wie gesagt, ihr könnt schreiben, wie gut und wie schlecht ihr es findet, ganz wie ihr wollt. Unabhängig davon nimmt dann jeder teil. Okay. Hier haben wir noch Zeug gehabt. Das ist jetzt wieder das Lager. Zählt dieses Feuer hier als Regeneration? Nur mal so. Schade. Leider nicht. Oh. Gut, ein paar heute nehmen wir auch noch mit. Ja, und immer wenn man da was aufheben will, zack, kommt. Also das ist zum Beispiel mein absoluter Kritikpunkt. Das Sammeln, das Aufheben müsste mit E sein und das Umhauen mit F oder andersrum oder irgendwie in einer anderen Taste. Hier kommt man sonst ganz schön durcheinander. Das Vieh hat man bereits tot gemacht, da hat man bereits gelootet. Und ein anderer ganz heftiger Kritikpunkt in meinen Augen sind die Golem-Kumpanen, die man quasi sich hier rufen kann. Ja, ich kann ja die Golems auch an meiner Seite kämpfen lassen, aber ganz ehrlich, die sind strunzdumm. Die hängen sich an allen möglichen Ecken auf. Und, Moment. Ne, genau in die andere Richtung. Huch, jetzt bin ich im Windows. Die hängen sie an allen Ecken und Enden auf, die Kollegen. Das ist der bewachte Schatz, den hat man schon. Die hauen irgendwie gefühlt nur alle, keine Ahnung, ja, alle 10 Sekunden mal einen Schlag raus. Der dann wahrscheinlich auch noch vorbeigeht, sind völlig nutzlos, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also fast nutzlos. Da oben ist eine Schatzkiste. Ich will da hoch. Im absoluten Schatzwahn bin ich hier gerade. War ich an der schon? Ich weiß es nicht. Nein, augenscheinlich nicht. Was haben wir denn hier? Amazing Frozen Maze.
eine Steinkeule. Frozen Maze. Okay, geil. Nix. Egal, dafür war hier umso mehr drin. Allerdings hilft mir die Stone Maze noch nicht weiter. Ich habe ja nur diesen Holzgolem. Der kann irgendwie mit Steinwaffen noch nichts anfangen, habe ich so das Gefühl. Müssen wir nochmal so ein bisschen schauen. Okay, hier geht's jetzt. Ach komm. Wir sterben. So, zack, 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 zack. Alles mir. Und dann müssen wir leider nochmal... Oh, ich habe nichts mehr zum Reparieren, außer die wertvollen Kisten mit Z. So. Da müssen wir mal zurück und da wieder ein bisschen was herstellen. Oh, das war ja gar kein Stein. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Nein, nein, tu mir nichts. Ich könnte den auch so abbrennen lassen. Die in der Nähe von mir fangen die an, ja, hier zu brennen. So. Zack, 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 zack. Weg. Jetzt muss ich auf jeden Fall zusehen. Oh, da ist wieder der Dicke. Der ultimative Boss quasi. Muss ich mal zusehen, wieder nach Hause zu kommen. Können auch mal in die andere Richtung aufbrechen. Aber erstmal muss ich gucken, dass wir hier wieder so ein paar Heiltränke bekommen. Schwupp. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die gebaut habe. Laboratory? Hier, da. Genau. Kohle. Sollte das kleinste Problem sein. Sprach er und hat nur 39 Loks, aber ich glaube, ich habe hier ein paar irgendwo in einer Kiste, ne? Weiß ich nicht mehr. Da wollte ich ja eigentlich auch... Nein, du. Da wollte ich eigentlich auch nachschauen, ob die Sachen, die wir in die Kiste gepackt haben, alle mitgekommen sind. Scheint so. Aber ich habe echt nur 39 Loks. Das heißt, wir hauen da draußen mal ein bisschen was um gerade, während die anderen zu Kohle verarbeitet werden. So, komm. Muss nur aufpassen, dass das ein Lock nicht irgendwie auf einmal... Was ist das hier? Stone Boulder. Oh, genau. Wollte gerade sagen. Muss nur aufpassen, dass ein Stein nicht auf einmal wieder so ein Vieh ist. Hm. Dann machen wir halt hier weiter. So, haben wir ein paar Lock. Buh. Nachtragend. Hau ab. Oh, legt sich wieder hin, genau. Nein. Lade ich hier drin eigentlich auf? Tue ich. Das ist gut. Dann hauen wir den gleich weg noch. Hin und her und hin. Das nervt ein bisschen. So, komm her. V. Muss mal was. Muss mal was essen, was anständig ist. So, genau. Also dann. Das wieder alles rein. Und das nehmen wir wieder. Na toll. Komm, hauen wir den halt auch noch um. Ja, genau. Ich krieg ja sonst nicht alles aufgehoben. Immer dieser Randale-Bruder hier. Ist unglaublich. So, rein da. Was mit dir? Not enough resources. Was auch immer er will. Ich hab's nicht. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eine gibt's noch. Wie gesagt, haut in die Kommentare, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Im Video habe ich ja erklärt, wie genau das vonstatten geht, was ihr reinschreiben müsst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, wer den Key gewinnt. Viel Glück dabei. Es lohnt sich auf jeden Fall, denke ich, mitzumachen. Das Spiel macht Spaß. Das kann ich soweit schon mal sagen von meiner Seite. Auch wenn es Schwächen hat, die habe ich auch schon aufgezählt. Aber insgesamt macht es Spaß. Es ist spannend. Es ist mal ein cooles anderes Setting. Es hat Humor. Mir macht's Laune. Ich bin gespannt, wie es bei euch ankommt und dann entscheiden wir zusammen in der nächsten Folge, ob es ein Let's Play gibt oder ob es erstmal dabei bleibt und wir vielleicht ein paar Updates abwarten oder ein anderes Spiel uns anschauen. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen beim Gewinnspiel und viel Erfolg. Macht's gut, ciao.